wir haben jetzt im Verein selbst sind 55 etwa Mitglieder. Helfer sind es weit mehr, das sind über 100 Personen, die in allen Bereichen mal mit einspringen halt, weil wir haben es auch zur Prämisse gemacht, dass jeder helfen kann, ohne auch Mitglied sein zu müssen halt, weil manche möchten halt einfach nicht in diese Vereinsstruktur rein, aber können dann halt trotzdem mithelfen. Fangen wir einfach mal mit dem Begrüßungstag an. Da ist von uns vom Verein Begrüßungsteam mit dabei, ein, zwei Personen. Wir versuchen jeder Familie oder jeder Wohnung, jedem Haus ein oder mehrere Paten auch zuzuordnen, die die Flüchtlinge dann auch begleiten. Wenn wir da schon am Tag der Ankunft welche haben, sind die auch mit dabei, dann sind Vertreter von der Stadt dabei. Und jo, geht also ziemlich hektisch zu. Nachdem sie dann in der Wohnung angekommen sind, bringen wir sie dann zur Stadtverwaltung zur Anmeldung. Dort kriegen sie dann auch nochmal den Rest Geld für den laufenden Monat, was sie in Lebach nicht bekommen haben. Dann machen wir so eine Art Sightseeing-Tour. Ärzte, Apotheken, also alles, was wichtig ist in der Stadt, was wir dann zeigen halt. Und jo, dann lassen wir es halt erstmal zur Ruhe kommen. Ansonsten begleiten wir es dann bei Behördengängen, Arztbesuchen, also alles, was anfällt. Ansonsten bieten wir halt diese ehrenamtlichen Deutschkurse an. Da haben wir mittlerweile in jedem Ortsteil einen Kurs am Laufen. Da sind wir auch recht gut aufgestellt. Momentan sieht es so aus, dass die Anerkennung dann relativ schnell erfolgt, wenn alles in Ordnung ist von den Papieren her und kein Dublin-Verfahren anhängig ist. Dann wechseln die quasi vom Amt für Grundsicherung, also sie kriegen da Leistungen bis dorthin nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wechseln dann zum Jobcenter und haben im Prinzip dann die gleiche Rechten, Pflichten wie jeder deutsche Arbeitslosengeld-2-Empfänger auch. Können dann eine Wohnung frei wählen halt, wenn sie eine finden, ist halt auch eine sehr schwierige Situation. Und dann greift auch dieser verpflichtende Integrationskurs von 600 Unterrichtseinheiten, das heißt, die lernen dort Deutsch und auch nochmal Kultur, Regeln und diese Dinge, das versuchen wir natürlich von Beginn an den Menschen zu vermitteln, was halt immer ein Thema ist. Ist beispielsweise die Mülltrennung. Das muss man von Beginn an machen, kann nicht ein halbes Jahr warten. Wobei da viele auch ihre Schwierigkeiten mit haben. Das geht aber uns Deutschen, denke ich, auch nicht anders. Ne? Wir sind behilflich bei der Wohnungssuche dann, wenn sie anerkannt sind. Wir versuchen, mit Firmen in Kontakt zu treten, um vielleicht schon mal Praktika zu machen oder halt tatsächlich auch in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wir kümmern uns um die Anmeldung Kindergarten, Schule und diese Geschichte halt, versuchen da auch in Kontakt mit den Lehrern zu kommen oder mit den Kindergärten, wo hakt's, wo ist Gesprächsbedarf und dergleichen halt. Ne? Also das ist so im Groben der Ablauf, wenn sie hierher kommen, dann bis zur Anerkennung und dann werden die meisten nach der Anerkennung auch schon relativ selbstständig. Also wir haben derzeit schon eine recht hohe Spendenbereitschaft, was auch Sachspenden, Kleider, Fahrräder, Möbel, also alles, was man braucht, wenn man hier ankommt und nichts als die Kleider auf dem Leib hat. Wir haben eine Homepage, das ist www.flüchtlingshilfe-blieskastel.de. Da kann jeder also auch aktuell nachschauen, wenn jetzt speziell für bestimmte Bereiche ein Bedarf besteht. Dort sind auch unsere Kontaktdaten vom Vorstand drauf. Man kann sich darüber jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Man kann helfend tätig werden, sei es indem man Hausaufgaben, Nachmittagsbetreuung macht. Sei es, indem man sich anbietet, Behördengänge zu machen mit den Leuten oder zu Ärzten und all diese Sachen halt. Also im Prinzip der ganze Bereich des täglichen Lebens. Ne? Wer da sich berufen fühlt oder Spezialkenntnisse hat, bei Behörden beispielsweise oder solche Dinge, gerne jederzeit. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage. Wir haben eine Kleiderkammer, die ist im Ortsteil Mimbach. Das ist auch ein Raum, den wir von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das war ursprünglich war es auch noch mit als Möbellager geplant. Mittlerweile ist die ganze Hütte voll mit Kleidern. Das heißt, wir suchen jetzt händeringend auch die Möglichkeit, beispielsweise Fahrräder, wo wir eine Werkstatt einrichten können und die Fahrräder auch lagern können, weil dort ist Land unter, da haben wir einfach keinen Platz mehr. Der Großteil ist bereit und willig, sich zu integrieren. Ich selbst habe bis jetzt noch keinen erlebt, der sich zurücklehnt und sagt, so jetzt bin ich da, jetzt zahlt mal. Die wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen, wollen sich integrieren,
wollen zur Schule, Studium, Beruf alles schnellstmöglich. Ja, es ist einfach jeden Tag ein gutes Gefühl, was jemandem geholfen zu haben, ne? Wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist, ne? Mal einfach auch mal 10 Minuten einfach mal nur zuhören oder irgendwas versuchen zu erklären, wie es in Deutschland ist. Und das ist also eine unheimliche Dankbarkeit bei den Flüchtlingen dann auch zu sehen. Und ja, es ist einfach nur ein gutes Gefühl. Ne? Wie gesagt, es ist Stress hoch 3 teilweise. Für manche von uns ist es mittlerweile zum Vollzeitjob geworden halt. Wir sind auch oft an den Grenzen, manchmal auch darüber des Machbaren. Jo, aber wie gesagt, das Bewusstsein, geholfen zu haben, das entschädigt dann und das ist dann halt Lohn für viele Mühen auch.